Easy peasy. Ey, Mann! Easy peasy. Ja, super easy. Halt deine Schnauze jetzt. Sag mal. Warum bist du heute so? Internet-Echse wieder, not found. Ja, genau, oder dein Gehirn-Echse nicht found. Ja, weil ich den Try abbreche, boah. Ja, genau, wahrscheinlich, weißt du, weil du mich eh gerammt hast, weil du richtig nicht Spaß drauf hattest. Boah, du tust mir so unrecht. Ich freue mich jetzt schon auf die Entschuldigung, Alter, wenn du das Video hast. Ich weiß nicht, was du heute mit den Stangen hast. Also echt mal. Dünne Stangen, kein Problem, ne? Ja, weil da so ein paar Pimmel da in die Vorfahrt. Ja, Pimmel, merkst du was? Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren mutsaftigen Episode Let's Play GTA 5 online. Zusammen mit dem Little Stellwort seiner 20 Minuten Challenge. Let's go. Hallo Frau. Hallo. Jo, achso, ich sollte auf bereit drücken. Ha. Okay. Profi. Ja. Gott sei Dank zählt das da ja noch nicht, ne? So, 20 Minuten Challenge annehmen. Okay. Mal gucken, was es wird. Ey, wir haben eine 20-Minuten-Challenge. Bist du komplett dumm oder was? Ah, schön, schön. Warum bist du so? Ja, ich schaff dich schon für uns. Ist kein Problem. Hoffen. Ja, was für uns? Kein uns. Also einfach. Warum bist du denn jetzt so? Nein. Ja, ich bin so, ja, alles klar. Ja, wohl verkackt. Warum bist du denn jetzt so? Ah, der Abflug, ne, ich muss schon sagen. Das sah gut aus. Wo hast du jetzt verkackt? Sag ich dir nicht. Hä? Hm? Ja, denn? Warum ist denn da ein Bumper? Weiß ich nicht. Gibt zwei Arten, das Ding zu regeln. Anscheinend. Gibt keine Angst. Wow. Ich hab einen Stangen verkackt auf dem Rückweg. Schade. Jetzt geh mir hier nicht auf die Eier. Du hast drüber nachgedacht. Was denn? Du hast drüber nachgedacht. Oh doch. Er hatte richtig beim Schäfchen es rattern hören. Nein, nein. Warum? Fährst du eigentlich auch erst das Grüne und dann das Pinke oder? Nee, ich scheiß da komplett drauf. Ich fahr meinen eigenen Weg. So. Oh. Oh je, nee. Das ist natürlich viel Stinks. Aber keine Ahnung, warum da oben noch ein Bumper ist und so. Ja, wahrscheinlich so, wie du es gesagt hast. Kann man es zweimal nehmen. Also so, wie man möchte. Ich bin zu lost gerade. Oh mein Gott, ich fahre gegen jede Stange, die da existiert. Hast du aktuell die Stangen gezielt? Ja, hab ich. Wieso? Alter. Verpiss dich! Nein. Verpiss dich! Was denn? Du musst mir doch da nicht im Weg rumgurken jetzt, ne? Hä? Ich? Ja, du, wenn sonst. Ey, Mann! Ich kann diese Stangen nicht! Was ist das? Oh, nee! Oh, ey.
Kommt aber ganz schön viel am Stück, Alter. Ist das ein scheiß One-Pointer, Alter? Weiß ich nicht. Kommt ja wirklich ein bisschen was am Stück. Na gut, dann stellen wir uns mal ein bisschen an. Vergessen wir es wieder. Ich wollte eigentlich gerade sagen, mit Monkey Marvins Worten, ja, jetzt nehmen wir so 2% Öl rein da. Alter! Ja, dann kriegen wir es auch. Ich kann nichts mehr. Ich kann wirklich nichts mehr. dass diese Scheißstraße so schräg ist, ne? Klagst du dich jetzt über den Winkel des Wallruns? Ja. Sollst du das? Ja. 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 Sei froh, ich wollte es eigentlich wegrammen. Warum? Weil das kann, weil du es auch getan hast. Am Anfang. Am Anfang, und? Frau. Ist doch auch am Anfang. Ja, genau. Ja. Genau. Wie bist du denn jetzt so? Weil ich jetzt genauso bin. Ich hab dir rein gar nichts getan. Also echt mal. Hier. Aber echt, Mir ist kein Momentan. Ich hab den Punkt zu easy. Easy peasy. Ey Mann! Easy peasy. Ja, super easy. Halt deine Schnauze jetzt. Na mal. Warum bist du heute so? Heute? Stimmt. Warum bist du so? Ich bin mit dir zusammen, reicht das? Easy? Nee. Was ist hier Farbe? Ich raff die Map grad nicht. So, okay. Freunde, was ist das denn für ein scheiß Winkel schon wieder mit scheiß Querkippen? Das ist ein normaler Winkel. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Schon der Anfahrtswinkel ist scheiße. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Willst du mich triggern oder was? Easy peasy klappt's. Easy peasy, ich hab verkackt. Ja, war wahrscheinlich auch easy peasy. Aber ich hab noch nicht raus, wo ich dann hin muss. Nee, ich raff den Weg gerade wirklich nicht. Das ist ein bisschen mystisch gebaut auf jeden Fall. Ey, komm, ich hab jetzt schon keinen Bock, wenn die 20 Minuten scheiden kann. Ich hab ihn eh nicht. Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr. Es geht nicht, scheiße. Ja? Oh, schön. Ja, hab ich schon ein bisschen vermisst. Nee. Ich weiß schon. Ich glaube, ich werd wieder krank. Ja. Ja. Genau. Hörst du es nicht? Genau. Aber jetzt mal for real, was muss ich denn machen? Ey, Mann! Nichts! Die Schnauze halten musst du! Achso, moderierst du jetzt unterhaltsam? Viel gut. Also, Ladies and Gentlemen, für euch, Siddle, gönnt euch. Ich sag jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt die ganze Zeit rede, oder? Ja, have fun, nichts zu hören, wa? Geile Folge. Wie sie hören, hören sie nichts. Super. Perfekt, Frau. Ja, ne? Ich weiß, ich wusste, dass ich schon immer kann, also... Ja. Boah!
es gibt ja Salzbraten, ne? Ja. Worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Wenn man jetzt das kleine Schäfchen auf den Grill ballert, ne? Ist das dann Salzbraten, Freunde? Komm! Nein, das kleine wird nicht gegrillt. Oh, schön, ey. Huh. Hast du gekifft oder so? Nee. Verhältst dich aber so. Ja, genau. Ja? Ich sprich aus Erfahrung. Woher kommt ihr? Nee. Ja, also. Von Freunden. Ah ja. Dann würde ich mal mit meinem Freundeskreis ein bisschen abchecken. Du weißt, dass ich keine Freunde habe, also laber mich nicht voll! Also. Von Freunden? Ja, von damaligen Freunden, von denen ich mich ja getrennt habe, also andere Wege gegangen bin. Weil ich es nicht geil fand. Ah, du wolltest was fragen. Nee. Warum bist du so? Du willst mich essen, du willst mich auf den Grill schicken, was ist denn mit dir? Scheiße. Nein, es war nur eine rein hypothetische Frage jetzt. Sei nicht so. Sauerbraten? Nee, Salzbraten habe ich gesagt. Obwohl mittlerweile kann man auch Sauerbraten fragen, ja. Ja. Nö. Oh mein Gott. Worauf willst du hinaus? Ich hab Hunger. Merkt ihr was? Fett im Fehler. Ja, und dafür kann ich doch nichts. Dam, dam. Was kann ich denn dafür, wenn du Hunger hast? Nein. Ich bin rausgefahren. Hä? Extra für dich. Was denn? Du musst da lang. Jetzt sag nicht, dass du verkackt hast. Ja, natürlich, weil du mich runtergerammt hast. Ich hab bei mir in der Sicht, ohne Scheiß, ich hab dich nicht berührt. Ja, in meiner Sicht schon. Bist du volle Kanne gefühlt gegen mich gefahren? Bin ich nicht! Ich bin extra rausgefahren! Ey. Verdammte Axt, Alter. Warum breche ich denn überhaupt mein Try ab? Ehrlich. Sorry, du hast mich doch rausgerammt! Hab ich nicht! In deiner Sicht! Ja, in deiner Sicht, Alter. Internet-Echse wieder, not found. Ja, genau, oder dein Gehirn-Exe den Faul. Ja, weil ich den Try abbreche, boah. Ja, genau, wahrscheinlich, weißt du, weil du mich eh gerammt hast, weil du richtig nicht Bock drauf hattest. Boah, du tust mir so unrecht. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die Entschuldigung, Alter, wenn du das Video siehst. Kannst du direkt ins Auto dich setzen und es direkt wieder gut machen. Ja, genau. Ja. Kriegst aber bitte unterwegs gleich was von Mcs mit, ja? Danke. Ja, für dich. Ja, ich habe Hunger. Halleluja. So. Meine Fresse, ey. Das ist eine Geburt hier. Ey, mach kein Auge jetzt. Er soll kein Auge machen. Oh, der Map-Erbauer. Den Braten habe ich gerochen. Zweite habe ich geraten. Ich wusste nämlich. Ey, ganz ehrlich, was hast du denn jetzt mit Braten? Sauerbraten, Salzbraten, Murbraten. Das war geraten. Braten. Oh, jetzt so ein geiler Braten mit deiner Soße da, mit der braunen Pilzsoße da. Und richtig geil noch ein paar Töftes dazu. Was? Kartoffeln! Ja, red doch Deutsch mit mir! Töftes. Man stampft sie. Ey, ich drück doch! ich muss hier doch safelich nochmal lang. Das war doch 100 pro falsch. Ja, ich war falsch. Leck mich doch. Ich häng immer noch am ersten Punkt. Ja. Ja, weil du mich weggekickt hast. Ich hab dich bei mir noch nicht mal berührt, Alter.
Laberforelle, Alter. Hä, warum Laberforelle? Guck in meine Aufnahme, sag. Guck doch in meine. Ach so, einfach doch. Ach so. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay. Wann kommt denn das Ziel? Hallo? Gar nicht, wenn du so weiter fragst. Erst bis morgen noch. Gar keinen Fall. Gar keine Zeit. Nie im Leben. Viel zu langsam. Okay. Fuck, Alter. Das ist aber schade, dass du da verkackt hast. Bei die Good Guy Punkte hätte ich gerne mitgenommen. Hast du mittlerweile mal einen Punkt oder was? Nein, hab ich! Komm, ich steh installiert, GTA, das war kein Leute, echt? Nach ihrem Ausfall, weil wegen krank und so, ne? Das ist die zweite Aufnahme. Minute 15. Eigentlich 16. Minute jetzt. Ja, schon jetzt gar keinen Bock mehr. So gar keinen Bock mehr, Freunde. Hätte ich doch mal lieber mit meinem Arsch im Bett geblieben. Du wolltest gerade fetten Arsch haben. Ich kenne dich so gut. Nein. Wolltest du nicht? Nö. Du hast aber irgendein Wort verschluckt eben gerade. Jetzt sagt sie, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Weil sie ganz genau weiß, dass ich das gar nicht nice finde, wenn du sowas sagst. Hä? Ach, du findest es nicht nice, wenn ich meinen eigenen Arsch als fett beleidige, ja? Ja, nee, finde ich nicht nice. Ah. Das solltest du bei mir mal ab und zu auf der regulären Arbeit aufkreuzen. Du weißt, wie breit die Gänge zwischen den Kassen sind. Wenn man so fett ist, dass man da fast nicht durchpasst, dann ist man offiziell fett. Hä, ich hab zu mir gesagt, von wegen fetten Arsch. Ja, und? Dass ich mit meinem fetten Arsch im Bett bleiben sollte. Du hast keinen fetten Arsch. Das ist ja der Punkt. Du hast ja keinen fetten Arsch. Ja, ich bin Flachland. Ja, das hab ich nicht gesagt. Gar keinen Arsch. Das ist gelogen. So. Points? Oh ja. Bei GUHT und so. Der Winkel war scheiße. Der war nicht so GUHT. Er hat ja sogar extra so Markierungen eingesetzt. Ich habe endlich den ersten Punkt. Nice. Das ist doch super geil. Jetzt hin. Die Frau, die hasst mich gerade ein bisschen, du da, du da. Sie sagt aber, es geht noch, du da, du da. Hey! Oh shit. Was? Nein! Wo muss ich denn hin? Muss ich geradeaus? Nee. Oh, ich sehe nicht, was du tust. Du musst erstmal ein gutes Stück zurück. Bei den Querkippen danach oben halten. Ich glaube, das war da die Stelle. Oh. Misa Schako.
Nein, nein. Ja, auf die Art und Weise habe ich die Silbermap auch gerettet. Puh. Hey, ich bin zu dumm zum Flippen, ey, oh mein Gott. Oh, ich hab nicht verkackt. Amazing. My skill is amazing. Oh yeah. Ja, okay, es war ein bisschen mit Luck jetzt behaftet, weil die Koralle bzw. das Rückwärtsfahren danach, das war muy Schwanz. Oh nein. Hä, ich... Alter, kommt dann auch mal der Punkt, Alter? Wie der gerade seine Lage übertreibt, der Mapperbauer. Nein! Oh! Dreh dich! Schiff vom Ziel. Da ist es. Na gut, aber ich würde trotzdem sagen, knapp nicht geschafft. Es waren 3 Millisekunden gefühlt. Es war knapp nicht geschafft. Scheißegal. Knapp daneben ist auch vorbei. 20 ja, Minuten so. Heißt aber 20 Minuten. Und 20 Minuten sind jetzt auch noch. Nein. Doch. Die Logik benutzt Deko auch immer. Ihr schiebt euch das immer so zurecht, wie ihr das braucht, ne? Hey, nein, warum? 20 Minuten sind 20 Minuten, 20 Minuten, 39 Sekunden sind trotzdem 20 Minuten. Nein. Doch. Das sind dann 21 Minuten. Weil wir fangen nicht bei Sekunde oder bei Minute 1 an zu zählen, sondern wir fangen bei Minute 0 an zu zählen. Und wenn es heißt 20 Minuten Challenge, dann bedeutet das, bin von 20 Minuten diese Map zu beenden. Habe ich nicht. So, fertig, Ende der Diskussion. Miese Schakos, Alter. Man könnte meinen, du und Deko, ihr habt beide das gleiche Gedöns studiert irgendwie, ja? Habt ihr nicht, aber könnte man meinen. Ja, gut, aber wir gucken mal, was ans Frau macht. Hey! Was nicht wohin? Alarm! Sommerkind. So, danach kommt Stang. Bitte. Also halten wir mal ganz kurz fest. Wenn man Schäfchen grillt und das Schäfchenfeuer salzig ist, ist es Salzbraten. Ja? Wenn man mit dem Schäfchen aber bevor man es grillt drüber spricht, ja, und das Schäfchen sauer wird, wird es Sauerbraten. Und die Frau hat lange für den ersten Punkt gebraucht. Okay, das ist jetzt der Inhalt dieser Episode. Schon geil. Hey, mal du kuschelbedürftiges Muschmusch. Kannst du bitte aufhören, deinen Arsch in die Kamera zu halten? Sexy Ass, Emma. Emma, falsche Plattform. Wir nehmen gerade nichts für deinen OnlyFans auf. Bitte was? Bitte was? Ja, Emma hat OnlyFans. Ah. Dann macht die dann versaute Muschi-Sachen. Versaut. Kann man auch falsch verstehen. Ja, das war ja Witz dahinter. Willst du darauf irgendwo hin oder was? Hä? Auf eine ganz bestimmte Person mit OnlyFans? Nee. Nee. Ich hab immer noch einen Schock davon. Ja, jetzt musst du es aber auch droppen. Nee. Doch. Nee, guck, siehst du, ich bin so schockiert, dass ich dann rausfliege. Anime-Fan, nee. Leute, hat jetzt OnlyFans. Da verkauft er Bilder von seinem Ass. Nee. Aber nur bei den richtigen Abnehmern. Anderes hat schon Premium-Account. Und Aris auch. Nee. Ich krieg die Bilder gratis. Ich kriege sogar Bilder von Anime, wenn er kackt. Ja, das krieg ich von dir auch.
wenn du aufs Klo sitzt und so weiter, kriege ich auch manchmal Bilder von dir. Also sei jetzt nicht so. Du beklagst dich doch mal darüber. Ey, ich krieg so wenig Fotos von dir. Ja, aber doch nicht, wenn du scheiße bist. Doch, teilweise nicht. Ich spare in der Zeit, Mann. Das war ganz schön knapp, Madame. Ist mir egal. Er war richtig da jetzt. Ey! Ich finde da keinen Winkel! Einfach gerade mit dich durch! Ja, genau, weil da auch keine Stangen sind, weißt du? Ich versuche dich dann nicht zu brechen. Stirbst du jetzt? Kann halt kein GTA mehr. Ja, ich kann nicht erlösen. Wird übrigens Zeit, dass du eine Facecam kriegst. Nee. Doch. Wir müssen nämlich noch eine Doch. Vor allem müssen wir noch eine Bestrafungszeuge aufnehmen. Hä? Ich dachte, die haben wir schon. Ja, so eine richtige Bestrafungszeuge. Dafür zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du heute mit den Stangen hast, ne? Also echt mal. Dünne Stangen, kein Problem, ne? Fürst. Ja, aber da so ein paar Pimmel da, die im Wall rein. Ja, Pimmel, merkst du was? Hat du nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Ja, leider schon. Aber es wird eh rausgeschnitten, also von daher. Nee, auf gar keinen Fall. Aber sowas von. Aber sowas von. Ja, genau. So, nee. Wenn die ersten 15 Sekunden rum sind. Nö. Oh ja. Nö. Ganz sicher sogar. Hä, warum denn? Weil das witzig ist. Hey. Und damit die Leute gleich wissen, ja, wo sie sind. Ey, nee, ich hab keine Lust mehr. Oh, da ist der Little Bockig. Alter, sie hat halt der Fiat. Alter Schwede. Oh Mann, ey. Oh, was eine random Scheiße heute wieder. Egal, wenn es euch gefallen hat, Leute, positive Bewertung da lassen, wir ein Träumchen, checkt die Videobeschreibung ab, Pan Einzel Gaming Triebwerk und natürlich auch den Merch abchecken. Die Map ist ebenfalls verlinkt und Leute, Herzensprojekt, Hogwarts Legacy sowie Sons of the Forest abchecken, ja? Da steckt Herz mit drin, das ist geil. Checkt's ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sei schön mit euch und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.